Die Lüneburger Heide, gerade in den Sommermonat August, wenn die Landschaft sich lila verfärbt, ist es ein reiner Touristenmagnet. Doch ich wollte ehrlich gesagt mal wissen, ob die Lüneburger Heide auch Anfang Juni überzeugen kann. Und so machte ich mich für eine Woche auf, die Landschaft herrlich zu genießen. Liebe Grüße von der Lüneburger Heide. Heute begebe ich mich auf dem Weg zwischen Himmel und Hölle und ich bin sehr gespannt, was diese Heideschleife zu bieten hat. Gestartet bin ich in Würme, wo natürlich auch der Wanderweg anfängt. Wir gehen erstmal etwas geradeaus, bevor wir auf diesen Rundwanderweg auch stoßen werden. Das heißt, wenn ich den Rundwanderweg zu Ende gegangen bin, werde ich den gleichen Weg auch wieder zurück zum Wanderparkplatz gehen. Aber ja, es ist jetzt schon einfach traumhaft schön hier. Auch wenn ich mich noch nicht direkt in der Heide mich befinde, es ist jetzt schon wieder ein wahrer Genuss. Und ich denke, für meinen ersten Teil von meinem Sommerurlaub habe ich hier wirklich die richtige Wahl getroffen. Zu dem Wanderweg, der ist ungefähr 13,5 Kilometer lang. Heißt nicht mit Absicht Himmel und Hölle. Denn wer mich schon etwas länger kennt, weiß auch, ich und Höhenmeter, wir sind ja nicht gerade die besten Freunde. Und dann kann man sich auch, ja, schon mal im Klaren sein, was die Hölle für mich hier bedeuten wird. Denn ich bin hier im Landkreis Harburg eigentlich. Und Harburg ist ja so gesehen in der Art, sage ich mal, das Gebirge von Hamburg. Wir haben hier auch im Norden einige Höhenmetern. Und so wird es später für mich, ja, hoch auf den Berg gehen. Immer mal wieder. Aber vorher werde ich erstmal die schöne Weite der Heide nochmal genießen. Ja, ich stehe gerade an einer Wegkreuzung, wie ihr sehen könnt. Eigentlich sind die Heideschleifen sehr gut ausgeschildert. Hier fehlt gerade ein Schild und ja, mein Navi ist nun mal mein Handy. Somit würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Weg. Das hinter mir ist der kleine Büchsenbach. Den werde ich heute noch das eine und andere Mal zu sehen bekommen. Denn ich befinde mich hier nämlich im Büchsenbachtal. Also gestern habe ich ja schon auf der Heideschleife Tützberg keine einzige Heidschnucke gesehen. Ich bin mal gespannt, ob ich heute hier welche entdecken werde. Denn bisher sehe ich eigentlich nur die Heide. Und das war's. Also noch kein einziges Tier. Da vorne ist wieder das Futterhäuschen. Naja, ich bin mal gespannt. Irgendwo müssen sie sich ja verstecken.
Von der Heide her ging es schon etwas berghoch hier in diesem wunderschönen Waldabschnitt. Doch wie heißt es so schön? Wenn man einmal hochgeht, geht es für mich auch wieder runter. Wie gesagt, die Tour hat einige Höhenmeter, die ich heute erklimmen muss. Und ja, bisher sind vielleicht gerade mal 3 Kilometer, aber ich bin jetzt schon wieder regelrecht verliebt in diese Landschaft. Auch die Ruhe hier, einfach nur herrlich. Man hört den Wind oben in den Blättern rauschen, die Vögel zwitschern, die ganzen Insekten summen, vor allem die Stechmücken. Die ist ja schön bei mir auf der Haut, es lieben, sich auszuruhen und vielleicht eine Kleinigkeit zu essen. Ja, einfach nur herrlich. Ich bin mal gespannt, wo mich jetzt der nächste Abschnitt hinführt oder ob ich weiterhin hier in diesem Wald bleiben werde. Und da sagt noch mal einer, der Norden hat keine Höhenmeter. Es geht da gerade ordentlich wieder hoch, auch wenn es mal wieder im Video nicht wirklich ja, so aussieht. Zum Glück war diese Passage an der Straße entlang nur ein kleines Ministückchen. Denn ja, die ganze Ruhe vom Wald, die man vorher ja schon tanken konnte, nahm natürlich der ganze Autoverkehr wieder weg. Aber du siehst es ja schon, ich bin wieder im Wald gelandet. Ich glaube, diese Heideschleife wird eine reine Waldwanderung werden. Hätte ehrlich gesagt doch ein bisschen mehr gehofft, dass ich in der Heide entlang laufe. Aber zum Glück gibt es ja 12 Heideschleifen und noch ein paar Tage, wo ich hier bin. Und ich glaube, ich werde noch genug in der Heide ja, hin und her ziehen. Soeben war ich ja schon oben auf dem Brunsberg gewesen. Das war der höchste Berg, den ich heute hier besteigen werde. Dort war es relativ windig, deswegen melde ich mich hier jetzt wieder zurück. Ja, der Blick in die Ferne war ja echt traumhaft, soweit man, wie gesagt, auch in die Ferne gucken kann. Denn ja, Hamburg-Harburg hier ist wirklich sehr hügelig oder wie wir Norddeutschen sagen, sehr bergig, denn 139 Meter über Meeresspiegel sind für uns Flachländer ja doch ein reiner Berg. Wobei ich ja immer unten im Franken ja immer eines Besseren belehrt werde. Aber na gut, ich glaube, die würden auch ja, mit einem Katzensprung gleich oben auf dem Berg sein, während wir Norddeutschen eher keuchend die Berge hier bestreiten. Zumindest ist es ja auch kein Wunder, dass ich in Franken nicht gerade Höhenmeter mag, oder? Aber ich bin jetzt gerade aus dem Waldstück wieder zurück und befinde mich hier wieder in der Heide. Also wie gesagt, ich kann es mir hier im Sommer, im August, wenn hier alles lila blüht, richtig toll vorstellen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht nächstes Jahr so im Sommer rum, wenn es klappt mit meiner Arbeit auch, eine Woche mir frei nehme und vielleicht den Heidschnuckenweg sogar entlang wandere. Aber da steht ja noch alles in den Sternen und ich erfreue mich
ja, einfach hier jetzt an diese Landschaft und werde weiter wandern. Also ich habe mich nicht vorher informiert, wie diese Heideschleife entlang läuft. Bin wirklich, wie gesagt, total überrascht, dass das ja mehr oder weniger eher ein Waldspaziergang hier wird. Ja, ich bin eigentlich schon fast wieder an der Kreuzung mit den Teichen, wo die Frösche heute früh ordentlich gequakt haben. Und dann geht es schon wieder zurück zum Wanderparkplatz. Ich hoffe mal, ich habe da nämlich auch gleich einen Kaffee gesehen, dass Lisa auf hat. Wäre ja schön, wenn ich jetzt auch noch eine kleine Belohnung dafür bekommen könnte. Ja, aber dieser Wanderweg hier, der lohnt sich auf jeden Fall. Auch wenn man eigentlich fast nur hier im Wald unterwegs ist, es ist trotzdem einfach nur atemberaubend schön. Heidschnucken habe ich schon wieder nicht gesehen. Was aber auch noch nicht so schlimm ist. Ich habe ja noch eine ganze Woche hier in der Lüneburger Heide. Ich denke mal, irgendwann werde ich sie schon sehen. Ja, aber ansonsten einfach nur toll. Die ganze Stille hier im Wald. Wer einfach mal ja etwas runterkommen möchte, mehr oder weniger die Stille genießen möchte, für den ist diese Heideschleife auf jeden Fall etwas. Ja, manchmal gibt es ja auch etwas sehr schmalere Pfade. Ja. Und somit fahr nach Lüneburg bzw. in die Lüneburger Heide und erkunde selbst einfach mal die Heideschleifen. Welche nun für mich jetzt als nächstes noch kommt und ob ich überhaupt noch welche mache. Ja, das steht noch in den Sternen. Lass dich einfach mal überraschen. Und somit würde ich dann sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Wanderabenteuer wieder.